aktuellem Stand von der Wissenschaft kann der SARS-CoV-2 überall auf der Welt überdrohen gehen. Wieso trotzdem darüber diskutiert wird, dass der Virus am Sommer kein angedämmt gehen, hat den Grund. Viren, die wir schon lange kennen, haben mit verschiedenen Aspekten vom Sommer zu kämpfen. Dazu gehören einmal relativ Luftfeuchtigkeit, Wärme und UV-Strahlen. Gucken wir uns den Faktor Luftfeuchtigkeit mehr genau an. Hast du eine infizierte Person, da die Viren über Tröpfchen in der Luft verdient. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit verdunsten die Tröpfchen mit eventuellen Viren dramatischer, sie gehen mehr klein und schweben mehr lang in der Luft. Bei einer mehr höheren Luftfeuchtigkeit bleiben die Tröpfchen mehr groß, sie mehr schwerer und fallen mehr schneller auf. Eine mehr hohe relativ Luftfeuchtigkeit könnte dem Virus also nicht entgehen und kann seine Verbreitung eventuell andämmen. Wie sich Sommertemperaturen auf die SARS-CoV-2 auswirken, ist bis jetzt noch nicht klar. Es stimmt, dass ihr Viren mit Hitze bekämpfen kann, mit der Schätzung von extrem hohen Temperaturen. Nach aktueller Forschung ist es wahrscheinlich, dass Coronaviren, nachdem sie 90 Minuten lang bei 60 Grad gehitzt wurden, nicht mehr nachweisbar sind. Wie sieht es dann mit den UV-Strahlen aus, um das Virus zu schützen? Es gibt drei Typen von UV-Strahlen, den UVA, den UVB und den UVC. Das ist vor allem den UVC, den genetisches Material von Viren verändern und sie so auch desaktivieren kann. Dafür gehen auch UVC-Lute benutzt, für Oberflächen zu dekontaminieren. Bei Coronaviren ist wahrscheinlich eine extrem hohe Dosis UVC nötig, für die Viren zu desaktivieren. Den UVC kennt allerdings aber nicht mit der Sonnenstrahlen bis auf der, weil er bald komplett von der Ozonschicht absorbiert wird. Wir können also nur weiter darauf hoffen, dass die genannten Wetterfaktoren kombiniert mit einer sozialen Distanzierung bei schönem Wetter und einer höheren Immunität an der Bevölkerung Verbreitung vom Virus andämmen, wie wissenschaftlich bewiesen, ist das bislang noch nicht.